Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses. Im letzten Part ging der aktuelle Monat wieder sehr schnell um durch einen weiteren Kampf, ein Seminar und auch durch Lektionen. Und jetzt sind wir dann hier wieder schon bei der letzten Schlacht dieses Monats angekommen, denn wir haben jetzt Flayne gefunden, anscheinend hier unten in diesen Katakomben oder sowas, und anscheinend wurde sie vom Ritter des Todes entführt. Manuela haben wir auch gefunden, die war aber ohnmächtig, aber das war alles in Revizas Zimmer und da war dann ein Geheimgang hier in die Katakomben. Also, ist immer noch sehr komisch. Ich weiß immer noch nicht genau, was hier vorgeht. Auf jeden Fall will ich dann den Ritter des Todes wieder platt machen. Und ich will auch herausfinden, was es mit diesen Teleportfeldern auf sich hat. Das wird es mal einfach irgendeiner meiner Einheiten ausprobieren dürfen. Ich nehme mal Petra. Und ich will wissen, was da jetzt passiert. Ah, Teleport. Okay, ja, und ich kann es mir... Okay, aber ich darf mich danach noch bewegen. Sogar. Ja, stimmt, da stand auch dran, weitere Handlungen ist danach möglich. Aber ich darf nicht nur ein Feld bewegen. Kann ich mich wieder zurück teleportieren? Das geht nicht mehr, okay. Also jetzt bin ich hier, schön. Ja, dann wird mal einfach Petra hier. Hat sie eine Chance gegen den eigentlich? Ja, ich hätte da jetzt eher einen Magier hinschicken sollen. Aber das schafft sie bestimmt auch alleine. Hoffe ich. Ja, aber das ist aber ein bisschen doof, weil ich brauche Petra eigentlich eher auf der linken Seite, um die ganzen Türen zu öffnen. Weil, aber ich meine, ich kriege ja hier genügend Schlüssel eigentlich. Und ich habe mir sogar extra nochmal für den Vorrat welche gekauft. Und auf den Vorrat kann ja Byleth zugreifen. Also ich muss halt dann immer Schlüssel hergeben. Ne? Ja, nee, ein bisschen blöd ist es aber schon. Will ich sogar jetzt schon göttlichen Puls benutzen? Direkt am Anfang. Um das wieder rückgängig zu machen? Nee. Nee, das ist schon okay. Dann muss ich halt... Ich meine, ich muss halt dann ein bisschen Geld quasi hergeben. Nichts anderes sind ja Schlüssel, könnte man sagen. Und das passt aber schon. Ich habe eh so viel Gold aktuell, also ich mache mir da keine Sorgen. Das ist alles in Ordnung. Ja. Und, die anderen gehen halt alle ein bisschen näher ran. Ich kann man auch ignorieren stellen. Aber der greift eh Byleth an. Der hier, ja, der kommt gar nicht hin, genau, nur der Bogenschütze kommt hin. Geht immer noch auf Byleth. Stay focused. Ja, ist ja egal, weil der wird ja eh auf Entfernung 3 angreifen. Also das ist völlig wurscht. Ja, passt schon. Und die anderen, ja, schön. Und die anderen gehen halt wieder ran. So, warten. Du auch. Du auch. Und die anderen zwei auch. Was ist eigentlich, wenn jetzt nochmal auf das Feld übrigens drauf geht? Okay, Teleport, genau, Teleport, die Option gibt es jetzt gar nicht. Okay. Aber ja, das ist ein bisschen, oder ich meine, kann man das doch im Vorfeld sehen, wo ich mich hin teleportiere? Kann man das wissen? Ich glaube nicht, nämlich. Ja, keine Ahnung. Ist halt schon ein bisschen fies, weil jetzt Petra wirklich ganz alleine ist. Wenn halt vor allem von hier auch noch Verstärkung kommt. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Hier gibt es nirgendwo eine Stelle, wo sich Verstärkung... Wo Verstärkung irgendwie Sinn machen würde. Also glaube ich eigentlich nicht, dass da welche kommen. Wenn dann eher von der Treppe aus, dass da noch mehr kommen. Aber ja, das dürfte jetzt schon passen. Aber ich muss halt auch echt... eigentlich hätte ich mich ein bisschen weiter nach vorne sogar stellen müssen. Weil ich muss ein bisschen aggressiver spielen. Weil wir halt auch nur 25 Züge Zeit haben. Und weil ich halt in diesen 25 Zügen einiges machen muss. Ja. Achso ja, und ich hätte... ich bin ja dumm. Ich hätte Petra noch bewegen sollen. Irgendwie. Oder ihr eine andere Waffe geben sollen. Aber egal. Sie kann das trotzdem locker schaffen, gegen den da vorzugehen. Und die anderen kommen sogar alle her, ist mir sogar ganz recht, ehrlich gesagt. Zwei Bogenschützen noch. Ja, aber die können ja nichts, ne? Obwohl, Angriff 20 ist gar nicht mal so wenig sogar. Bei dem hier. Aber die sind halt dafür sehr, sehr lahm. Also ja, mache ich mir jetzt auch keine Sorgen um die. Das passt schon. Jetzt könnte ich mich wieder zurück teleportieren. Ja. Will ich aber natürlich nicht. Also ein bisschen blöd ist es immer noch. Aber irgendeine Einheit musste ich halt hier rechts hinpacken. Und ich habe halt jetzt einfach mal Petra genommen. Vielleicht war sie eine blöde Wahl, weil sie halt jetzt die ganzen Türen nicht öffnen kann. Und so. Aber wie gesagt, Gold habe ich... Ich habe eh überhaupt keine Goldprobleme. Nicht mal annähernd. Deswegen, das ist okay. So, sie hat leider, glaube ich, keine Kampftechnik. Kein Helm, also keinen Helmspalter. Was schade ist. Weil das würde ihr ziemlich helfen. Will ich sogar das Strategie... Ne, das will ich mir aufheben. Für den Todesritter vielleicht oder sowas. Ein bisschen aufpassen muss ich sogar schon.
Es ist nicht so einfach für sie, diesen Kampf zu gewinnen. Also sie kann es schon schaffen, den Kampf zu gewinnen, aber es ist gar nicht so einfach. Nehmen wir mal... Oder schon den Spalter, dass ich auch eine gute Crit-Chance habe. Sobald der weniger als 50% der KP hat, macht sie ja eh noch mehr Crits. Und deswegen, das dürfte schon passen. Ja. Bam. Autsch. Ja, aber ich muss wie gesagt ein bisschen aufpassen. Ich werde sie dann am besten gleich mit Purgativ einfach heilen. Mit Linhardt oder Dorothea, das glaube ich am besten. So, dann. Ignaz wird mal... Oder greift Byleth zuerst an. Ist eigentlich auch völlig egal. Ich will mit Byleth schon auf jeden Fall angreifen. Weil also es wäre cool, wenn er der Held werden würde. Muss er aber jetzt nicht unbedingt. Aber das wäre ganz schön, sag ich mal. Kannst du mal die Axt nehmen einfach? Ja, der ist dermaßen... Also wenn ich dann... Vielleicht treffe ich gar nicht, aber das wäre sogar okay. Dann dürften die anderen auch ein bisschen was machen. Passt schon. Ah, okay. Wappen auch gleich noch. So, und er hat auch bald die Klasse gemeistert. Genau. So, dann... Ignaz wird... Von hier aus, keine Ahnung, egal. Von hier aus mit, ich will eine Kampftechnik benutzen, den Schweifschuss, wird man einfach irgendeinen von denen schwächen. Ich will die gar nicht töten, das ist okay, weil ich habe noch genügend andere Einheiten, die auch noch angreifen dürfen. Ignaz soll halt, weil ich meine, er hat eh schon mit Level 14, ist er schon relativ weit, aber er soll halt trotzdem fast immer angreifen können, um halt seine Klasse eher meistern zu können. Aber die Kills sollen zum Beispiel eher Ferdinand machen oder auch Bernadetta. Weil die noch Level 13 haben. Ja. Und deswegen macht dann gleich mal Bernadetta hier den Kill. Wenn sie das schafft, mal gucken. Wenn nicht, wäre es aber auch nicht schlimm. Ne, kann sie nicht. Okay, dann werde ich nochmal mit jemand anderem aushelfen müssen. Dann geht mal... wer darf denn aushelfen? Hubert hilft mal aus, vielleicht einfach mit Magie. Aber nicht töten, bitte. Ja, gerade so. Passt. So, zack. Und Bernie darf jetzt den Kill machen. Mit einer Stahllanze einfach, völlig egal. Und zack. Gut. Am I done yet? Und Level 14. Didadim. Yeah, ist ja schön. I can improve too, you know? Ja, Stärke und Geschwindigkeit war dabei, das ist wichtig. Passt also schon. Mit Ingrid will ich eigentlich auch einmal angreifen, aber das ist jetzt halt ein bisschen doof mit den Bogenschützen. Deswegen, dann greife ich halt doch nicht an. Das ist schon okay. Caspar kann sogar auch einmal noch angreifen. Aber wenn der am Leben bleibt, das ist auch völlig egal. Der ist, wie viel Schaden macht der hier? 3. Süß. Wirklich süß. Ja, dann darfst du noch das Wurfball sogar benutzen. Auf, wow, holy shit. Ist er so schnell, Caspar? 12 Geschwindigkeit hat er mit dem Wurfball, das ist krass. Okay, dann darf er halt einfach... dann doch dich killen. Ja, ist okay. Genau, er ist jetzt auch schon eben Kämpfer mittlerweile. Oder halt, die Klasse heißt Kämpfer, ne? Er hat nicht beide Mal getroffen, aber Faustkämpfer heißt sie, okay. Dann wird doch einer von denen überleben. Aber das ist okay. Das passt schon, ja. Ferdinand darf dann auch jetzt einen von beiden killen. Völlig wurscht wen. Ich nehme mal den hier einfach mit, der... Übungsaxt. Und bam. This was beneath me. So, Level 14 auch für ihn. Sehr gut. Greatness awaits me. Ja, ist okay. Türschlüssel auch. Ja, ich glaube, ich werde mit Byleth einfach immer dann die Türen öffnen. Und halt immer in den Vorrat gehen, dass er genügend dabei hat. Ja. Passt schon. Genau, Ingrid bleibt jetzt zurück. Sie soll nicht von den Bogenschützen bitte getroffen werden. Das wäre ein bisschen doof. Und genau, das muss ich auch mal austesten übrigens. Das habe ich noch nicht gemacht bisher. Aber fliegende Einheiten haben die Möglichkeit abzusteigen. Ich weiß nicht genau, was das bewirkt. Ob die dann zu einer normalen Bodeneinheit werden und ob ich wieder aufsteigen kann später mal. Aber das würde ich mal gerne nochmal austesten wollen. Auf jeden Fall. Will ich übrigens eine Einheit auch hier rechts hinschicken zu Petra, falls hier noch böse Sachen passieren. Aber da kann eigentlich nicht arg viel passieren. Nee, ich lasse es so. Das wird sie alleine schaffen. Aber ich heile sie halt jetzt dann gleich. Kann ich von hier aus sie heilen? Ja. Boss hat echt eine mega Reichweite. Dann machen wir das. Wunderbar. Und du heilst auch noch.
Und zwar noch Ferdinand. Ein KP nur, völlig egal, aber ich krieg Erfahrungspunkte. Und die Unterstützung wird erhöht und alles, deswegen ist es das schon wert. Gut. So, du gehst auf Byleth sogar. Okay, interessant. Dann bist du aber dermaßen tot. As expected. Okay, er hat sogar schon fast Level 15, ja. Und die gehen auf Ferdinand, also der geht auf Ferdinand. Und der andere. Erstmal der, okay, auch gut. Okay. Also ohne die Heilung wäre es schon knapp geworden. Aber jetzt mit der Heilung kann sie es auf jeden Fall schaffen. So, und du gehst auch auf. Oh, du gehst auf beide. Okay, gut. Passt. So, noch ein Angriff von ihm, dann hat er es. Bei Ferdinand brauche ich auch nur noch einen Angriff, so ungefähr. Aber Ignitz muss halt noch ein bisschen mehr machen. Jetzt haben übrigens alle Level 14, richtig? Genau, okay. Also jetzt ist auch wieder eigentlich egal, mit wem ich kille, weil alle ungefähr gleich viele Erfahrungspunkte haben. Okay. Dann, Ignaz geht mal hier hin und greift mal... Ja, mit dem Schwert aber schon. Das ist sinnvoller. Von hier aus, so. Schwert. Greift mal einfach den hier an. Völlig egal. Einfach nur, um halt anzugreifen. Weil er muss ja immer noch 12 Mal anscheinend angreifen, weil das wird ja immer um 2 erhöht. So eine Klassenmeisterschafts-Dingsbums. Oder so. Und Ferdinand darf dann ihn hier killen. Ja. Yep. Und? Sehr gut. Hat er auch gemeistert. Okay, und er kriegt Verteidigung plus 2. Auch sehr wichtig für ihn. Dann später als gepanzerte Einheit und das andere habe ich jetzt nicht mehr lesen können. Aber irgendwas anderes noch. Aber ich habe es ja eh noch aktuell nicht ausgerüstet. Weil das andere ist ja wahrscheinlich eine Kampftechnik wieder. Und die kann ich halt eh noch gar nicht geben. Weil die müsste ich halt extra ausrüsten. So, dann, genau, Ingrid macht jetzt mal einen Angriff auf den hier. Aber ohne ihn zu killen. So. Und, genau, erneut ziehen. Ja, geh mal hier hin einfach. Egal. Und, soll beide wieder den... Nee, er soll sogar nicht den Kill machen. Jemand anderes. Bernie vielleicht. So. Wartet kurz. Hier hin. Ja. Zack. Und tot. Nein, kannst du nicht. Bitte hier bleiben. Dann die anderen gehen weit nach vorne. Genau, ich greife jetzt gleich mal auf den Vorrat zu, bevor ich das vergesse mit ihnen. Ich brauche... Was brauche ich denn nicht? Heilmittel eigentlich? Ja, komm, ich werde mal das hier tauschen. Gegen... hier, ich habe 7 und 9 mal die. Also ich habe die mehr als genügend oft. Gegen einen Türschlüssel sogar erstmal. Ja. Brauche ich, glaube ich, ein bisschen häufiger. Als Truhenschlüssel. Aber vielleicht kann man die auch doch irgendwie öffnen, die Tore. Indem ich halt Apparaturen benutze oder sowas. Das kann auch sein. Mal schauen. Okay. Und die anderen gehen so weit nach vorne, wie es irgendwie geht. So, kann ich irgendwen heilen eigentlich? Ja. Dann heilst du mal Bernadetta. Wegen einem KP. Aber Heilung kann ich 20 Mal benutzen. Ich habe eh nur 25 Runden Zeit. Also das werde ich nie schaffen können. Glaube ich Level 3 auch. Das werde ich nie schaffen können, das alles loszuwerden. Deswegen passt es schon. Wenn ich jetzt nochmal ein Purgativ bei ihm hergeben. Ja. Das ist schon okay. Ja, ich meine, ein bisschen aufpassen muss ich schon. Weil ich ja am Ende gegen den Ritter des Todes kämpfen muss. Und da wäre es schon sinnvoll, wenn ich auch meine Leute aus der Entfernung heilen könnte. Also ich muss mir jetzt das Purgativ von Linhardt vielleicht ein bisschen aufheben, dass ich noch ein, zwei Anwendungen am Ende davon übrig habe. Das wäre ganz sinnvoll. Jetzt haben wir hier noch Petra natürlich. Ja, ich kann... Aber ich meine, er hat jetzt weniger als 50% der KP. Das heißt, ich habe jetzt sogar 40% Chance auf einen Crit. Und das ist doch ziemlich gut. Ja, machen wir das mal. I will remove you. Sehr schön. Bam. Nice. Flame Spirit protect me. So, er wurde removed. Wunderbar. Okay. Und die Gegner machen gar nichts. Gut. Petra muss hier übrigens immer noch ein bisschen aufpassen, weil... Was ist eigentlich hier? Ah, da können Flieger drüber. Interessant. Sogar sehr interessant. Aber okay. Ich muss immer noch auf die hier ein bisschen aufpassen. Die Bogenschützen. Wegen Petra. Weil wenn ich jetzt hier hingehe, dann kann ja sogar der hier Petra angreifen. Was hat er drauf? 17 Angriff. Ja, der macht 4 Schaden. Ne? Sie hat ja auch ein Heilmittel übrigens dabei, genau, was ich sogar noch 3-mal benutzen kann, also ist mir auch völlig egal. Ehrlich gesagt.
immer noch einen Eisenbogen einfach. So, sie hat ja auch ziemlich viele Ausweichen. Vielleicht trifft er eh gar nicht. Also ja. Ich mache mir jetzt da um Petra echt keine Sorgen. Und da ist kein Bogenschütze dabei. Das finde ich sogar ganz gut. Aber ich will auch wieder so weit und schnell nach vorne, wie es irgendwie geht. Was kann der so? 14 Angriff. Und du auch 14, ja. Ist auch jetzt nicht gerade die Welt. Du hast Residenz von 16, genau, die machen dir gar nichts. Das könnte ich sogar machen. Dass ich dann die zwei gleich mal anlocke. Mit Ingrid. Und die anderen rücken halt währenddessen auf. Ne, absteigen. Nee, jetzt will ich es noch nicht austesten. Aber ich will es nochmal in der Mission austesten, was das Absteigen eigentlich bewirkt, weil ich da neugierig bin. Das will ich ganz gerne wissen. Okay. Und die anderen gehen wie immer so nah ran, wie es irgendwie geht. Ich meine, will ich mit ihm sogar. Ich meine, er nimmt halt auch 4 Schaden dann, ne? Das ist mir auch vollkommen egal. Er steht da halt auch ein bisschen näher dran. Ich mache das sogar mit ihm. Und dann mit dem Übungsbogen einfach. Wurscht. Passt. Okay. Auf Hubert wirst du wahrscheinlich eh nicht gehen, weil Hubert hat ja auch eine Residenz von 16 und nimmt auch gar keinen Schaden. Ja. Genau, passt. Sag Fördern, dann geht da mal hier hin. Ne, da geht Byleth hin. Weil Byleth muss schon auch relativ weit vorne immer stehen, weil er ja dann die ganzen Türen öffnen muss. Das ist schon wichtig. Muss irgendjemand geheilt werden? Ne, niemand mehr. Okay. Außer halt Petra, aber Petra ist jetzt zu weit weg, da komme ich jetzt nicht hin. Und sie schafft es alleine, wie gesagt. Also alles gut. So. Bernadetta darf übrigens, das sehe ich gerade, da 5 Felder weit laufen. Das ist ja cool. Habe ich noch gar nicht gemerkt. Ein Schütze darf 5 Felder weit laufen. Das ist cool. Warte mal, Petra durfte. Was ist sie nochmal? Dieb. Also sie darf sogar auch 5 Felder laufen, habe ich gar nicht bemerkt. Okay, das ist cool, dass ich jetzt schon auch ein paar Einheiten habe, die 5 Felder weit laufen dürfen. Das ist sogar ziemlich cool. Okay, gut. So, alles klar. Dann machst du 0 Schaden. Süß. Und du kommst eh nicht hin, genau. So, du machst 4 Schaden. Hat er überhaupt getroffen? Weiß ich gar nicht genau. Egal. Okay, jetzt habe ich die hier. Diese 5 Gegner. Das ist jetzt gar nicht so einfach, die zu besiegen. Da werde ich sogar mal kurz überlegen. Okay, aber so kompliziert dürfte es eigentlich auch wieder nicht werden. Denn Hubert wird erstmal den Soldaten platt machen. Mit seiner Stahllanze und mit Frostlanze. Was einfach mal 40 Schaden macht. Holy shit. Eine Eisenlanze reicht sogar auch. Dann nehmen wir sogar die. Ja. 100% auch. Ja. Also Frostlanze auf Hubert ist ein bisschen OP. For Lady Edelgard. For Lady Edelgard. Weil er hat halt vor allem, er ist jetzt auch schon ein Dunkelmagier, wie wir sehen konnten. Er hat halt auch schon einen Magiewert von 25. Was halt ultra viel ist, einfach mal. Linhard ist ja auch noch ziemlich stark, aber er hat halt nur 19 im Vergleich. Und sie auch nur 19. Also ja, das ist ziemlich krass. So, dann Ferdinand. Darf ihn hier killen. Oder sie hier. Mit einer Übungsaxt einfach, völlig egal. Kabam. Oh, was? Contraptions in the floor. Stay alert. Ja. Die Ausweichfelder. Oder? Warum hat das jetzt Hubert gesagt? Only a fool challenges me. Weiß ich nicht. Rossbogen erstmal. Oder können die zu Fallen gemacht werden? Oder so? Bin verwirrt. Und können Gegner auch Vorrichtungen aktivieren? Ist auch noch die Frage. Oder kann das nur ich? Weiß ich nicht. Und das Teleportfeld will ich dann natürlich auch austesten. Ich hoffe nicht, dass es einfach das hier ist, wo Petra jetzt dann wieder rauskommt. Weil, ich meine, dann könnte sie wieder ausschließen zu den anderen, ja. Aber ich will halt lieber neue Orte hier erkunden. Weil es gibt immer noch so viele Orte, wo ich halt noch gar nicht war. Und wo es noch Truhen gibt oder sonst was. Und deswegen, ich hoffe, dass das mich mal anders hinführt. Aber ja. Byleth darf den nächsten gleich mal platt machen. Den hier. Ja, das ist auch. Aber der steht auf dem Ausweichfeld. Ich muss den jetzt schon treffen. Warte mal kurz. Er ist sogar ein bisschen doof. Tatsächlich. 67%. Wenn ich jetzt den nicht treffe. Das wäre gar nicht so toll. Will ich sogar den Zufallschuss machen? Ne, also die besten Chancen, oder ne, Übungsschuss. Ja, das reicht nicht ganz natürlich. Das reicht auch nicht, ne. Die besten Chancen habe ich mit
Nee, Himmelspalter will ich jetzt hier nicht ergeben. Habe ich hier mit... Ja, Mann ey. Alles, was halbwegs gut trifft, macht halt nur 28 Schaden. Hier mit 67%. Ich mach das jetzt mal. Und wenn der überlebt, ist mir auch vollkommen egal, weil der kann eh nichts. Der Typ da. Okay, oder wir treffen einfach. Das ist noch besser. Und Level 15 sogar, okay? Ja. Beides kriegt auch immer ziemlich gute Level-Ups. Also, er ist echt ziemlich krass. Und vor allem, genau. Geschwindigkeit plus 2 und Rohade. Genau, Rohade kann. Türstoßen erstmal. Ja, Vorrat kann ich ja wieder jederzeit drauf zugreifen. Mit Rohade kann man den Platz mit einer anderen Einheit tauschen. Soweit ich weiß. Das ist auch eine Kampftechnik einfach. Wir können ja hier kurz nachgucken. Genau, ja. Richtig. So, dann. Casper wird wahrscheinlich den oberen killen, denke ich mal. Ja. Ja, warte kurz, ich muss. Jetzt nur noch. Warte mal, wer killt denn noch den anderen da? Genau, Bernie kommt da auch noch hin zum Beispiel. Dann machen wir das so, ja. Du killst den hier. Mit. Völlig egal, du haust auf jeden Fall ordentlich drauf. Und der hat keine Chance. Bam! Right makes might, right? Mhm. Und Ignaz darf er natürlich auch wieder angreifen, zumindest. Mit, von hier aus mit dem Bogen einfach. Was kann Durchschlag eigentlich nochmal? Genau, das macht halt einfach mehr Schaden. Oder hat es noch einen anderen Effekt? Das verursacht Verteidigung minus 5 für einen Zug. Das ist natürlich auch ganz cool. Ja. Aber ein normaler Schweifschuss reicht da jetzt auch locker aus. Bernie ist stark genug, um den dann killen zu können. Ich nehme mal sogar noch den Eisenbogen Plus, dann reicht es erst recht. Ja. So. Sehr gut. 11 Angriffe sind es noch bei ihm, bevor er seine Klasse meistert. Aber ich meine, das Problem ist, ich werde es ja wahrscheinlich eh nicht mit allen schaffen können, weil ja Edelgard fehlt. Aber vielleicht kommt die während der Mission noch. Irgendwie. Muss ich mal noch gucken. Und genau, Bernie killt ihn. Steht er auch auf dem Ausweichfeld? Nee, gar nicht, oder? Ist es eines? Doch, ist schon eines. Okay. Aber Ignaz trifft halt immer. So ungefähr, deswegen habe ich das gerade gar nicht wirklich bemerkt. Aber Ritterschreck trifft ziemlich wahrscheinlich. Mit der Eisenlanze. Ja, machen wir das. Gut. So, wunderbar. So, Teleportfeld. Wer benutzt es dann eigentlich danach gleich? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo ich hinkomme. Das sollte am besten, also nicht Byleth, aber das sollte schon auch jemand sein, der Schlüssel dann dabei hat. Sogar am besten Truhen und Türschlüssel. Das wäre eigentlich am besten. Vielleicht sogar einer von meinen beiden Heilern. Würde ich fast vorschlagen. Ich meine, Linhardt kann sich auch selber extrem gut verteidigen, aber Dorothea auch. Aber sie ist ein bisschen schwächer, was Schutz angeht. Er hat halt Schutz 12 auch noch. Was halt ziemlich krass ist. Dann mache ich es sogar mal vielleicht mit ihm. Ich habe ja immer noch sie als Heilerin dabei. Und das reicht dann, glaube ich, aus alleine. Denke ich mal. Das sollte passen. Ja. Und du gehst mal weiter nach vorne. Ich gehe mal nicht auf den Ausweich. Ich meine, das bringt ja eh nichts, weil sie eine fliegende Einheit ist. Weil das bewirkt, das bringt ja nichts für Fliegende, richtig? Genau. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil Hubert ja gerade gesagt hat, dass wir höher aufpassen sollen. Irgendwie. Und ich teste jetzt mal das Absteigen übrigens. Würde mich auch interessieren. Okay, das geht einfach so. Das ist ja cool. Kann ich einfach so machen. Und die auch jederzeit wieder switchen. Okay. Das ist ganz cool. Ich meine, als fliegende Einheit hat man schon mehr Vorteile. Also die Vorteile überwiegen, würde ich sagen. Aber es gibt auch Nachteile. Vor allem halt gegen Bogenschützen. Und damit kann ich halt dann das umgehen. Das ist cool, dass man da die Möglichkeit zumindest hat, sowas zu machen. Gefällt mir. Okay. Dann, du gehst hier hin. Und heilst mit Heilung. Ferdinand. Level 15, auch für Linhardt, gut. Ja, geht so. Und du. Will ich ein Pokativ raus? Ne, will ich nicht, weil ich heile einfach Linhardt nämlich. So. Perfekt.
Und Patron natürlich auch wieder. Genau. Ich will nämlich wahrscheinlich. Ich muss ja den Gegner übrig lassen, weil ich den Todesritter besiegen will. Und ich lasse wahrscheinlich einen von den beiden einfach übrig. Ich meine, ich werde halt irgendwann hier rauskommen. Und dann sind die halt im Weg. Dann muss ich die fast besiegen irgendwie. Aber ja. Das passt schon. Hoffe ich mal. Ich kann die ja mit Petra hier ein bisschen woanders hinlocken oder so. Ja, vielleicht muss ich die doch besiegen. Weil ich habe ja kein Passieren. Das hat nur Bernadetta, aber das habe ich ja gar nicht ausgerüstet. Ja, ich muss mal noch gucken, aber das wird schon klappen. Hoffe ich mal. So, du machst nix. Also nichts Besonderes zumindest. Okay, das war schon. Genau, Linhard geht neben Byleth und tauscht erstmal. Oder nee, er tauscht nicht, er greift einfach auf den Vorratszug. Kann ich ja jetzt machen, wenn ich neben ihm stehe. Genau, weil er hat ja auch noch genügend Platz. Jetzt kommt mal in das Lager. Die Übungslanze sogar auch. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wo er hinkommt. Und wenn er jetzt ganz alleine irgendwo ist und er ewig viel am Stück machen muss, sollte er halt viel dabei haben. Deswegen, er kriegt sogar zwei Türschlüssel und zwei Truhenschlüssel. Ja. Okay. Und dann gleich werden wir austesten in der nächsten Runde mit ihm, was bei dem Teleportfeld da dann los ist. Okay. Ja. Und unterstützen kann ich ja sogar auch noch mit. Stimmt. Ja. Zack. So, noch mehr Erfahrungspunkte. Finde ich gut. Okay. Kann ich eigentlich übrigens jetzt wieder aufsteigen, ohne meinen Zug zu verschwenden? Also auch, dass ich mich jetzt immer noch bewegen kann. Geht das? Das geht. Das ist ja voll OP dann. Irgendwie. Das kann ich einfach wieder dann wieder ändern. Das ist krass. Aber gefällt mir. Warum denn nicht? Byleth kommt noch nicht hin, leider. Doch kommt er schon. Jetzt muss ich ein bisschen geschickt sein, aber. Casper hat nämlich Stoß. Das kann ich jetzt dann gleich mal austesten. Ferdinand geht nämlich mal dann einfach hier hin. Casper macht von hier aus die Kampftechnik Stoß, die bewirkt, dass Byleth ein Feld nach vorne geschleudert wird. Bam. Cooler Soundeffekt. Und damit kann er dann gleich die Tür öffnen. Perfekt. 1, 2, 3, 4. Aber das ist noch ein extra Feld. Also wenn ich hier stehe mit Byleth, kann der mich noch gar nicht angreifen. Aber selbst wenn er könnte, das wäre auch nicht schlimm. Aber ich kann die Tür schon mal öffnen. Gut. Und die anderen gehen einfach weit nach vorne. Würde ich vorschlagen. Ich sammle sogar mal noch um die Aber das bringt jetzt eh nichts, weil die Unterstützung zwischen Ignaz und Fördern kann man eh nicht erhöhen. Aber okay, passt schon. Das kann ich noch mitnehmen, genau. Übungspanzer hinter Plus. Gut. Du bist schon gezogen. Du gehst hier hin. Und heilen kann ich gar niemanden mehr. Sind alle schon vollgeheilt. Hubert geht. Jetzt ist alles vollgestellt. Aber egal, passt schon. Einfach hier hin. Du gehst noch. Ist eigentlich auch egal. So halbwegs nah ran irgendwie. Ja, passt schon. Und Petra kann sogar schon das nächste Teleportfeld erreichen. Und jetzt steigt wieder die Spannung, wo sie jetzt rauskommen wird. Wir machen das mal. Weil man ist eigentlich beim Todesritter ist kein Feld, ne? Weil nicht, dass ich jetzt mich zu ihm hin teleportiere. Das wäre ein bisschen doof. Machen wir. Okay, sie kommt hier raus. Das heißt, ich muss die jetzt eh besiegen, die Bogenschützen hier. Ja, dann muss ich mir. Oder ich lasse einfach vielleicht die beiden auch übrig. Aber hier ist halt auch ein Teleportfeld. Also ein späteres dann. Aber die können die Tür ja nicht öffnen. Weil die haben vor allem auch beide keinen Schlüssel. Deswegen, ich kann die beiden eigentlich noch eingesperrt lassen. Und dann am Ende erst nochmal zu dem Teleportfeld hingehen. Dann lasse ich doch die beiden übrig. Ja. Weil Petra muss ja jetzt die beiden besiegen, um da weiter vorankommen zu können. Und sie braucht ja keine Schlüssel, sie kann das ja einfach so öffnen. Und sie kann dann nämlich hier oben hin und diese Apparatur betätigen, um dann diese ganzen Teleportfelder zu aktivieren, wo ich dann wiederum irgendwo anders hinkomme. Ja, also ob ich das alles wirklich noch in 25 Zügen schaffe? Ich meine, wir haben jetzt erst 6 Züge, ja schon. Aber wir haben da dennoch noch einiges zu tun. Das ist klar, aber kriegen wir schon hin. Will ich einfach da mal einen Schweifschuss auf den einen Typen da machen? Irgendwie. Ich muss schon jetzt immer noch ein bisschen auf Petra aufpassen. Tatsächlich, weil sie wird noch einige Male angegriffen. Jetzt.
Aber ich habe ja noch ein Heilmittel auch, also ich mache mir wie gesagt keine Sorgen. Ne, ich lasse es mal. Ich gebe sogar mal ein Eisenschwert übrigens, weil sie damit noch mehr Geschwindigkeit haben und noch mehr ausweichen. Einfach. Sogar deutlich mehr. Ja, machen wir das. Weil kontern kann ich die ja eh nicht. Die Typen. Weil sie immer auf Entfernung 3 angreifen. Ja, ja, okay, aber jetzt hat er es halt nicht gemacht, aber er hätte ansonsten auf Entfernung 3 angegriffen. Also passt alles. Der macht es zum Beispiel auch, genau. So, und ja, Petra hat sogar ein bisschen Schaden jetzt genommen. Also ich muss ein bisschen sogar auf sie aufpassen. Aber das geht schon. So, erstmal den hier killen. Das schafft sie jetzt hoffentlich. Es wäre schon wichtig, dass sie das mit einem Schlag schafft. Nee, schafft sie nicht mal. Das ist schlecht. Ja, ich mache mir immer noch keine Sorgen, weil sie hat 3 Heilmittel. Das ist halt ein bisschen nerviger jetzt. Weil sie wird jetzt ein bisschen länger brauchen, um halt da oben hinzukommen. Aber ich muss jetzt mal irgendwann diese blöde Apparatur da betätigen. Und wenn sie jetzt noch Ewigkeiten braucht, ist es halt schlecht. Habe ich nicht irgendwie eine heftige Möglichkeit, den jetzt easy zu killen? Nee, ne? Nee, die besten Chancen habe ich halt mit Crits. Mit dem Spalter halt einfach. Und das reicht dann auch in 2 Schlägen aus. Also das mache ich schon, ja. Nervig ist es trotzdem leider, aber lässt sich jetzt nicht verhindern. Okay, vielleicht ein Crit? Schade, keiner. Da muss ich gleich nochmal einen Schlag machen auf den. Und dann muss ich ja erst die Tür öffnen. Dann muss ich, wenn ich Pech habe, auch 2 Schläge auf den machen. Dann die Tür öffnen und dann kann ich erst zur Apparatur hin. Das ist, dauert jetzt noch 5-6 Züge, bis ich da bin. Und das ist halt schon ziemlich lang. Aber okay. So, wir testen auch gleich mal noch aus, wo mich diese Apparatur hier hinbringt von für Linhart. Ja. Ach. Er kommt jetzt hier oben. Achso, das ist gut. Interesting apparatus. I wonder if we can operate it. Oh nee. Nein! So, you have come. I'll make sure you never leave. Okay. Aber dann brauche ich Petra sogar doch nicht, unbedingt. Also ich will schon dann da auch nach oben, um Linhart ein bisschen auszuhelfen irgendwie. Aber unbedingt brauchen tue ich sie dann eben doch nicht. Die sind alle nicht sonderlich stark. Und wenn ich noch... Ich meine, ich könnte jetzt auch gleich... Ich könnte sogar jetzt direkt die Apparatur benutzen. Deaktivieren steht da übrigens, nicht aktivieren. Warum steht da deaktivieren? Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist halt die Funktion davon, dass sie Teleportfelder halt ausmacht. Und deswegen ist es jetzt gerade aktiv und wenn ich es deaktiviere, dann laufen die wieder. Oder so, keine Ahnung, egal. Aber ich will erstmal die, glaube ich, töten. Die Kollegen da. Ja. Und Linhart ist ja auch ziemlich OP. Also er schafft das auch locker. Mit Vince zum Beispiel ist er auch ziemlich langsam. Oder ziemlich schnell, meine ich, sorry, und darf halt doppeln. Ja. Ich meine, ich wollte mit ihm eigentlich jetzt gar nicht so viele Erfahrungspunkte sammeln, weil er hat eh schon ziemlich viele. Aber das ist okay. Bam! Und bam! Victory. Ja, kriegt er sogar vielleicht noch Level 16 auch dann. Wenn er die hier alle besiegt, mal gucken. Und ich, stimmt, ich könnte dann sogar mit ihm noch Petra wieder heilen. Da muss ich doch gar kein Heilmittel mit ihr verwenden. Das wird sogar auch gehen. Also ja, ich habe da noch viele Möglichkeiten, das hinzukriegen. Das sollte dann eigentlich kein Problem sein, denke ich mal. So, der hat ein Bataillon, was ein bisschen nervig ist. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, am besten wäre halt wieder ein Magier. Aber will ich mir jetzt noch eine Runde Zeit nehmen? Ich will den eigentlich jetzt gleich angreifen, ehrlich gesagt. Aber wenn halt, wenn ich jetzt Byleth, wenn der bewegungsunfähig wird danach, das wäre auch blöd. Also wenn, dann sollte ich eigentlich mit jemand anderem andocken. Angriff, warte mal, Angriff 19 hat der. Da kommt noch Kraft 8 hinzu. Das ist so, ne? Also ist es dann ein Angriff von 27, glaube ich. Meine ich zumindest. Ja, warte mal, ich meine, oder Ingrid sogar? Ah, ne, der Bogenschütze ist im Weg. Nee. Ja, das wird sie, ich nehme mal einfach Bernie. Das wird sie auf jeden Fall überleben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, bestimmt. Ich habe da jetzt keinen Bock, so ewig viel nachzurechnen. Das passt schon. Einfach die Eisenlanze
Oder ich kann ihr sogar einen Bogen geben, weil sie hat ja Nahkonter drin. Ne, aber Eisenlanze passt eigentlich schon. Das ist schon okay. Ich kann jetzt mal gucken, wie viel machen die jetzt so. Der macht 11 mit Ansturm und der 7. Ja, das ist auch süß. Das kann sie locker wegstecken. Ich will halt die eigentlich nicht anlocken. Ich meine, ich kann sogar jemand anderen da auch noch hinstellen. Das ist mir eigentlich dann egal, ob der dann auf Ferdinand oder auf Bernadetta geht. Hauptsache, ich kriege meine Einheiten schön weit nach vorne. Das ist am wichtigsten, würde ich sagen. Also ja, lasse ich noch ihn hier stehen. Geht trotzdem auf Bernie, das dachte ich mir fast schon. Aber das ist okay. Hinter Bernie sollte ich aber niemanden stellen, vor allem nicht Byleth. Und auch aber hinter Ferdinand. Aber er geht ja auf Bernie. Also hier kann ich schon Byleth hinstellen. Ja. Weil ich will halt nicht, dass Byleth bewegungsunfähig wird. Das wäre ein bisschen doof. Okay. Ja. Ingrid geht mal. Geht aber Fia geht sogar eher hier hin. Würde ich fast sagen. Ignaz halt dann. Und die anderen gehen halt weit nach vorne, wie immer. Sammeln. Auf Byleth. Um die Unterstützung zu erhöhen, genau. War zwar jetzt an sich völlig nutzlos, aber ich habe die Unterstützung erhöhen können. Hat also nicht geschadet. So. Ja. Passt, glaube ich, wieder. Okay. Aber ja, das war genau das, was ich eigentlich vermutet habe bei der Mission. Die Kämpfe an sich sind nicht so wirklich schwer. Ich bin jetzt nicht in Gefahr zu sterben oder sowas. Aber den Aufbau zu checken und das alle, also alles mitzunehmen in 25 Zügen, das ist eher das Problem. So, außer bei Petra muss ich schon ein bisschen aufpassen jetzt mit ihren KP. Aber das ist noch okay. So, du. Dich kann ich sogar nicht doppeln. Okay. Das ist sogar ein bisschen nervig, dass du jetzt noch lebst. Und der andere ist ja am Bogenschütze, der wird auch noch leben, stimmt. Weil der kann ja oft noch, Mann, ey. Ist sogar ziemlich nervig jetzt. So, Ansturm, triffst du? Nein, okay, das ist umso besser. Perfekt. Okay. Gut. Aber ich würde dann, glaube ich, erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Three Houses. Beim nächsten Mal geht dann dieser Kampf hier noch weiter. Der, wie gesagt, von den Gegnern her kein Problem ist, aber halt von der Zuganzahl her. Weil ich habe jetzt schon ein Drittel verbraucht. Und ich werde noch bestimmt so 6 weitere Züge ungefähr brauchen, um halt mal hier hinzukommen irgendwie. Oder halt da zum Ritter des Todes. Und dann muss ich noch den besiegen. Und ich muss halt vor allem noch die ganzen Truhen kriegen, die hier überall sind. Also ich muss nicht, aber ich will. Die hier. Und die da unten noch. Das sind aber die einzigen beiden. Richtig? Ne, es gab noch eine dritte, oder? Doch, genau, hier, es gibt noch mal eine, ja. Ich meine, hier sind ja so voll viele Teleportfelder. Ich muss halt bei denen dann rumprobieren, wo mich die hinführen. Das ist halt ein bisschen doof. Und dafür werde ich auch ein paar Züge brauchen, wenn ich Pech habe. Also ja, wir haben auf jeden Fall beim nächsten Mal noch einiges zu tun. Und ich hoffe, ich kriege das alles dann in 25 Zügen hin, was ich hier schaffen will. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Reach for my hand, I'll soar.